Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir sind immer noch bei den Zuschauerleveln von King Tony. Wir haben im letzten Part das Automatik-Level gemacht, das Airship, das Lava-Level, das Highest-Level und das Troll-Level. Ich habe bis jetzt das erste Troll-Level nicht geschafft. Mal sehen, wie viele Level noch kommen, die ich nicht schaffen werde. Wir machen bei Bowser's Fury weiter und ich sehe schon, das sieht fett aus da. Und das ist eine Abschlussrate von 11%, 56 Sekunden. Also wenn das Gegnergespamme ist, also die Level muss ich sagen, Gegnergespamme ist auch nicht meins. Die werde ich auf jeden Fall nicht zu Ende spielen, je nachdem. Wenn sie fair sind vielleicht irgendwo, mal sehen. Okay. Wow, was passiert jetzt hier? Hey, okay. Ich muss... Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich hier... Okay. Der kommt auf jeden Fall runter, der Block. Und Bowser kommt auch da. Ich habe keine Chance gegen dich. Ach. Dieser komische Block. Oh, da war noch eine Katzenglocke drin. Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, trotzdem, das ist fies hier mit den Powerblöcken. Und da kommt schon der Bowser angesprungen. Das ist so fies. Wie komme ich? Bowser's Fury ist eigentlich ein cooles Spiel. Das Level ist nicht so cool, muss ich sagen. Okay. Ach, ich hab einen Schlüssel. Moment, ich muss hier rein. Warum habe ich jetzt einen Schlüssel hier gekriegt? Es geht aber weiter. Oh Gott, der verfolgt mich die ganze Zeit hier, hä? Ah, da hoch komme ich nicht. Das ist wohl nur ein... Boah. Wie soll ich denn dem... Ah! Wie soll ich den denn bitte treffen? Okay, einfach nur lang genug durchhalten oder was hier? Was ist, bist du denn jetzt hier, Bum Bum? Bum Bum, du hast keine Chance. Ach doch. Okay. On-Off-Block? Okay, wo bist du denn jetzt? Hier kommen wir ja her. So. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt, wahrscheinlich in die Röhre rein? Muss ich den besiegen? Okay, den muss ich besiegen. Das Leben brauche ich erstmal nicht. Da gibt es aber keine Checkpoints, ne? Okay, Röhre. Röhre und Ziel. Okay, gut. Das am Anfang hat mich ein bisschen getrollt, muss ich sagen. Aber wir haben das Level geschafft und du kriegst auf jeden Fall für jedes Level, das ich spiele, von dir ein Herzchen. Ich könnte natürlich auch ein negatives Herzchen vergeben, aber das mache ich nicht. Das gehört sich einfach nicht. So, Mario Maker 3. 16%ige Abschlussrate, in 19 Sekunden kann man das schaffen.
Das ist Reaction Level. Okay, man muss schnell reagieren, wenn ich das richtig verstanden habe hier. Ich muss immer ein bisschen mal auf mein Handy gucken, ob meine Freundin schreibt. Reaction Level, okay. Die Frage ist. Okay, gut, bis jetzt ist ja erstmal noch alles. Okay. Das war dumm von mir. Das ist richtig dumm gewesen von mir. So, wir machen mal weiter, ne? Okay. Du bist fies. Du bist fies. Wo geht's weiter? Okay, gut. Auch das haben wir geschafft. Es ist gut, dass aus den Kanonen nur Münzen rauskommen. Aber ich denke mal, hier kann man noch richtig schnell durchrushen. Ja, 19 Sekunden kriegt man schon ein bisschen schneller hin als ich. Aber ich will mir die Level ja anschauen. Merrily Roll Long Musiklevel, 88%ige Abschlussrate. Es kann, glaube ich, sein, dass das ein Automatiklevel ist, dass ich hier nichts machen muss. Wäre natürlich cool. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Level er gebaut hat. Er hat auf jeden Fall ziemlich viel, ne? Hm, mal gucken, wir machen mal nix. Ach nee, ich soll rennen. Okay, dann. Kenne die Melodie. Ich kenne die wirklich, die Melodie. Ach, aber was? Ich komme gerade nicht wirklich drauf. Nein, ich wollte es nochmal spielen. Ich wollte auf jeden Fall nochmal reingucken. Wir müssen die Melodie nochmal rauskriegen. Merrily, we roll along. Okay. Ach. Da hätte man noch eine Sekunde sparen können. Ich kenne das Lied irgendwoher. Ich komme aber nicht drauf. Die Melodie ist bekannt. Ha. 13 Sekunden, da hat irgendjemand noch eine Sekunde rausgehauen. Ist okay, so Ghost House. 9%ige Abschlussrate. Und ich merke gerade so ein bisschen, dass hier mal die Sonne ganz schön ins Gesicht scheint. Vielleicht muss ich da mal meine Jalousie runtermachen, mal sehen. Ah, passt schon. Aber Geisterhäuser mag ich auch nicht. Eigentlich mag ich ziemlich viel nicht, muss ich sagen, ne? Gibt's hier oben vielleicht. Hier gibt es einen Yoshi drin. Das war mal ein Yoshi. Oh, da unten kommen Goombas. Mit Yoshi wäre es natürlich hier einfacher, ne? Aber ich glaube, ich muss hier nur durchrennen, oder? Da gibt es ein Leben. Ich glaube, Yoshi kann auch Buhus aufmumpeln, ne? Ne, Yoshi kann keine Buhus aufmumpeln. Geht's hier oben weiter vielleicht sogar? Da gibt es irgendwo einen P-Switch, den ich brauche, damit ich darüber rennen kann. Ja, okay, gut. Wir machen weiter. Wir versuchen es einfach noch einmal.
Ich vermute mal ganz stark, dass ich Yoshi hier im kompletten Level behalten muss. Das wäre, glaube ich, das einfachste. Das ist, glaube ich, das einfachste, Yoshi hier zu behalten. Oh Gott, hier. Da ist der P-Switch. Okay. Aber ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Und dann komme ich auch darüber. Okay, gut. Ich muss mal sehen, wie viel Level ich noch spiele. Ich muss dann auf jeden Fall irgendwann mal eine Pause einlegen. So. Die Sprungfedern sind echt nervig hier. So, du Buhu, kommst mal runter, damit ich über dich drüber springen kann. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier irgendwo war der P-Switch drin. So, jetzt komme ich nämlich ohne Probleme hier ruhig. Bowser? Mist. Da war aber schon das Ziel, aber als kleiner Mario habe ich da keine Chance. Und hier gab es keinen Pilz drin. Ne? Was passiert eigentlich, wenn ich hier reingehe in die Tür? Gar nichts. Da kommt so ein scheiß Knochentrocken, nicht gut. Komm schon. Huhuhu. Okay. Da hätte man sich einen Pilz holen können. Da hätte man sich echt einen Pilz holen können. Ich probiere es aber trotzdem nochmal. Ohne Pilz. So, jetzt kommt die Stelle mit dem P-Switch. Okay. Eigentlich ganz einfach, ne? Sogar als kleiner Mario kann man das schaffen. Aber ich habe zumindest das Versteck gefunden, wo man sich den Dings holen kann, den P-Switch. Den Pilz, ne? Ich hatte hier manchmal eine Krütze. So, Fly Level in the Sky. 20%iger Abschlussrat. Und ich glaube, dieser Basti. Also wenn der auch Sebastian heißt und als Abkürzung Basti hat, dann grüße ich meinen Namensvetter mal. Wäre natürlich cool, wenn er meinen Kanal abonnieren würde. Ach, da kommt ein Fliegenpilz raus. Also einer, wo ich fliegen kann. Damit habe ich ja nicht gerechnet, dass der hier rauskommt, ne? Okay, da kommt noch einer und jetzt muss ich... Oh Gott, okay. Dort oben ist auch noch sowas. Wie viel von diesen Dingern muss ich denn sammeln hier? Da unten, glaube ich, muss ich nichts sammeln. Hoffe ich doch, dass ich... Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Aber warum ist hier so ein Abschnitt mit Lava gewesen? Okay. Lass mich mal schnell hier durch. Ja. Trampolin? Nee, Momentchen. Das ist nicht gut gewesen. Ich muss da hoch. Ich komme da nicht hoch.
Dann ist Reset hier. Oh no! Scheiße. Okay. Er war ein Speicherpunkt. Habe ich die Dinger behalten? Okay, das ist ja schon mal... Ah, jetzt kommt Bum Bum trotzdem nochmal, wa? Okay. Ich bin groß. Hier gab es nicht eine Feuerblume. So, jetzt muss ich hier... oben drauf. Jetzt haben wir den nächsten. Zwei fehlen noch. Gibt es hier vielleicht... okay. Ich habe zwei verpasst, aber hier sind vier. Das ist okay. Dann ist das mit den Münzen nur ein Bonus gewesen. Ist vollkommen okay. Leider haben wir den nicht entdeckt, aber wir haben das Level gespielt und beendet. Und das ist die Hauptsache. Das finde ich cool. Und in 24 Sekunden kann man das schaffen. Machen wir noch eins. Warum bin ich jetzt weg gewesen? Er hat keine Superwelt gebaut. Okay, warte mal. Ich muss mal gucken. Wir haben noch ein Automatik-Level und dann haben wir noch Golf. Also wir machen das Automatik-Level jetzt noch. Da mache ich jetzt überhaupt nichts. Sammle alle Münzen. 115. Das wird Mario wieder ganz alleine machen. Ohne meine Hilfe. Das ist cool. Okay. Sehr schön. Ein kurzer Level, aber wirklich mit den ganzen Geistern und dass man da nicht stirbt, das ist wirklich cool gemacht. Und vor allen Dingen auch mit dem Panzer, der dann die ganzen Buhus da noch rausjagt, das ist wirklich cool. So, ich würde sagen, Mario Golf spielen wir noch. Wir sind dann sogar fast vielleicht sogar durch. Cool. Dann hauen wir Mario Golf noch raus, 43%, vielleicht sogar noch zwei Level und dann versuchen wir die anderen Level in ein Part zu packen noch. Jetzt gucken wir erstmal, wie Mario Golf ist. Da gibt es so ein Leben, alles klar. Mir hätte da lieber ein Pilz bestimmt mehr geholfen. So, Mario Golf, was muss ich jetzt machen? Ah! Okay, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss On-Off-Blöcke aktivieren. Okay, wenn es ganz oben ist, geht's nicht. Okay, das hat geklappt. Sehr schön. Eigentlich hätte ich mir den Panzer aufsetzen können, oder? Kann ich mir jetzt nicht... Ich setze mir mal so einen Panzer auf als Sicherheit. Okay, Hallo? Ah, hier ist perfektes... Hallo, hier ist Timing gefragt. Okay, sehr schön. Es gibt wahrscheinlich noch mehr von denen. Hier, Bosskampf. Ist eigentlich nur Glück, hier durchzukommen, oder? Wie komme ich... Okay. Oh, jetzt habe ich mir schon den Panzer mitgenommen. Wer ist denn? Oh, was machst du da? Hallo? Also auch mehr Glück als Verstand hier, ne? Oh Gott. Mehr Glück als Verstand braucht man hier. Eieieiei. Ach Mann, da muss man wirklich... Hallo?
Wie soll man das schaffen? Ich komme ja nicht mal. Ich komme ja nicht mal darüber. Und wenn ich darüber komme, dann verkacke ich das ja. Meine Güte, man hat genug Zeit hier. Aber das ist. Also den ersten, da komme ich durch. Beim zweiten, da scheitert es natürlich. Also wenn man hier nicht das richtige Timing hat, hat man keine Chance. Ich kann noch nicht resetten und ich kann nur die Zeit ablaufen lassen. Das ist ein bisschen blöd. Hallo? Ich muss den P-Switch treffen. Oh, okay, also das war jetzt wirklich Glück. Und wir sind durch. Oh, Gott sei Dank. Also das sind schönere Farben hier als das, was wir hatten. Das war so gruselig, so boah. Aber trotzdem, ich find's cool. Dass ihr wirklich so geile Level baut eigentlich. Also, richtig cool. So, wir machen mal weiter. Bausinger. This is a level with Bausinger. Okay, das ist dieser komische, hässliche Bowser in Katzengestalt, den ich nicht mag. Sammle mindestens 3 Wonderpilze auf und erreiche das Ziel. Geil. Wo kriege ich die 3 Wonderpilze her? Oh, no. Noch geiler. Oh, no. Na toll, jetzt bin ich auch noch da reingerannt, in den seine olle, hässliche... Okay. Und wie kriege ich jetzt die... Wo kriege ich jetzt... Hey, ich habe auch keinen Schlüssel gekriegt. Hätte ich den ollen Goomba da... Oder muss ich in die Röhre? Ich bin mir nicht so richtig sicher. Und ich... Alles klar. Der kleine... Hässliche Goomba hatte den Schlüssel und okay, hier komme ich ohne Schlüssel weiter. Also ich komme zumindest erstmal schon ans Ziel. Ey. Komm, Blume, komm da raus. Ich muss den... Ich muss ihn wahrscheinlich ja nicht töten, oder? Doch. Ech, Mann. Du bist hässlich. Du bist echt hässlich. Jetzt bin ich am Ziel, ne? Hier gibt es sogar noch einen Wonderpilz drin. Okay, ich habe 4 Wonderpilze gesammelt. So, wir gucken mal, wie viel Level er noch hat. Ich denke mal, wir machen die anderen Level dann im letzten Part von ihnen, je nachdem. Also wie gesagt, bis jetzt habe ich jedes Level geschafft, außer das erste Puzzle-Troll-Level. Da habe ich nicht durchgeblickt, wie ich weiterkomme. So, wie viel Level hat er noch? Ach nee, Mountain-Troll-Level habe ich gespielt schon. Okay, Stachelflug 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level noch. Okay, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Es geht weiter mit Stachelflug im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.